Ihr kennt bestimmt alle noch die Concorde. Ja, der von den Briten und Franzosen im Jahre 1969 zu seinem Erstflug gestartete Überschalljet, der seine Karriere am 25. Juli 2002 dann mit einem leider sehr tragischen Absturz beendete. Jetzt traut sich ein amerikanisches Start-up, ein neues, ultramodernes Überschallflugzeug zu entwickeln. Boom, so wie sich das Unternehmen nennt, will noch dieses Jahr ein verkleinertes Testobjekt in die Luft schicken, welches Geschwindigkeiten von bis zu Mach 2, also ungefähr 2500 Kilometer in der Stunde, erreichen soll. Dieses Projekt nennt sich XB1 Baby Boom. Der 21 Meter lange und 5,2 Meter breite Jet soll dann mit drei CJ610 Turbojet-Triebwerken von General Electric betrieben werden und als praktischen Test für Aerodynamik und Belastung für die spätere Entwicklung der finalen Version dienen. Anzumerken ist dabei, dass die Triebwerke keinen Mantelstrom besitzen und daher alles, was vorne ins Triebwerk reingesaugt, auch in die Brenner geleitet und zum Antrieb genutzt wird. Für die richtige Boom gibt es allerdings noch kein Triebwerk, da die vorhin genannten CJ610 Turbojet-Triebwerke keinen Mantelstrom besitzen, der allerdings sehr viel effizienter ist als eben diese Turbojet-Triebwerke. Daher ist man noch dabei, Turbofan-Triebwerke in Kombination mit einem Mantelstrom zu entwickeln. Sponsoren für dieses Projekt bieten sich dabei genug. Beispielsweise hat Japan Airlines bereits 10 Millionen Dollar investiert und 20 Flugzeuge vorbestellt. Auch weitere Fluggesellschaften wie Qatar zeigen Interesse, wollen sich aber noch zu nichts Genauem festlegen. Insgesamt wurden auf jeden Fall um die 51 Millionen Dollar für das XB1 Testmodell investiert. Abschließend werde ich jetzt noch etwas zum finalen Airliner sagen. 55 Sitzplätze wird es geben, die jeweils über recht große Fenster verfügen. Der 52 Meter lange Rumpf wird aus einem Kohlefaser-Verbundstoff bestehen. Dabei soll es mit drei Turbofan-Antrieben ohne Nachbrenner betrieben werden und eine Reichweite von 6000 nautischen Meilen. Das entspricht ungefähr 16.700 Kilometern bei einer Geschwindigkeit von Mach 2 haben. Die Kabine soll reichlich Komfort bieten und für mehr Kopffreiraum Platz für das Handgepäck unter den Sitzen ermöglichen. Weiterhin kann man sagen, dass durch die Anordnung der Sitze jeder Platz über eine gewisse Privatsphäre verfügt, um das Reisen so angenehm wie möglich zu gestalten. Die International Civil Aviation Organization, kurz ICAO, arbeitet derzeit noch an einer Regelung, die das Überlandfliegen für diesen Flugzeugtypen erlauben soll. Dabei müssen jedoch strenge Grenzen beachtet werden, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Der Start einer solchen Maschine darf übrigens nicht lauter sein als der einer Boeing 777-300ER, dem zweitlängsten Zivilflugzeug der Welt. Abschließend kann man sagen, dass das Projekt Boom einen wahrscheinlich recht spannenden Werdegang haben wird. Ob man jedoch mit dem geplanten Konsumbudget auskommt, ob ein rentables Triebwerk entwickelt werden kann und ein Flug über Land möglich sein wird, lässt sich noch nicht hundertprozentig sagen. Ich selbst muss gestehen, dass ich Überschallfliegen als recht unnötig ansehe. Wir haben sowieso ein Problem, den Klimawandel zu stoppen. Und da stellt sich doch dann die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, wegen ein wenig gesparter Zeit für 55 Menschen in Überschall zu fliegen. Aber ich denke, es ist sinnvoller, wenn ihr euch dazu eure eigene Meinung bildet. Das 9/11-Video, für das ihr im letzten Video gestimmt habt, muss allerdings noch ein wenig warten, da das Thema eben sehr umfangreich ist und ich natürlich auch inhaltlich korrekt und ausführlich berichten möchte. Leider fehlt mir dazu aktuell ein wenig die Zeit, um das Skript anzufertigen. Kommt aber auf jeden Fall noch. Ja, damit bedanke ich mich mal wieder für die Aufmerksamkeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.